Das ist eine neue Ausgabe vom One on One auf Sportal HD. Herzlich willkommen. Heute mit dem Mann, der vor über 5 Jahren über den grossen Teich gewandert ist mit dem Ziel, sich in der besten Liga der Welt festzubeissen. Jetzt ist er zurück mit über 200 NHL-Spielen im Rucksack. Er ist zurück in seiner Heimat beim EV Zug. Das ist das natürlich der Raffi Diaz. Raffi, schön bist du da. Herzlich willkommen. Hallo. Als ich mich auf das Gespräch vorbereitet habe, bin ich ein bisschen schauen, soziale Medien bei dir. Ich habe gesehen, du hast mittlerweile schon mehr NLA-Goal wie Tweets, seit du zurück in der Schweiz bist. Hast du einfach so viel zu tun gehabt oder ist dein Zug so langweilig, dass es nichts zu erzählen gibt? Nein, es war natürlich schon so. Wir hatten recht viel zu tun gehabt. Natürlich, der August ist sicher immer sehr stressig. Wir trainieren zweimal am Tag. Morgen Eis, am Nachmittag Eis, plus noch Krafttraining. Und da hat man natürlich noch viele Sponsoren. Event, die dazukommen. Und schon recht stressig gewesen. Ich würde mit dir gerne ein bisschen zurückschauen auf die NHL-Zeit, die du hinter dir hast. Du bist eben vor mehr als 5 Jahren ausgewandert, sozusagen. Ein bisschen ungewisse Zukunft. Du hast einen Vertrag bekommen bei den Montreal Canadiens, undrafted, was schon speziell ist. Hast dich auf Anhieb dort durchgesetzt? Ist es rückblickend fast ein bisschen zu einfach gegangen dort? Oder einfacher, wie du das gedacht hast? Ja, sicher. Ich denke, für mich persönlich war es sicher schön, als ich übergegangen bin. Nachher, konnte ich spielen von Anfang an. Mit dem habe ich persönlich jetzt nicht gerechnet. Aber es war natürlich wunderschön, dass es nachher so aufgegangen ist. Und das erste Jahr hat man natürlich nie gewusst, dass wir eventuell gleich runtergeschickt werden können. Und schlussendlich habe ich, glaube ich, etwa über 60 Spiele können spielen in meinem ersten Jahr. Und natürlich viele Sachen, die neu gewesen sind, oder? Mit dem ganzen Reisen, mit dem eine Nacht oder einen Tag vorher im Hotel schlafen, ist man natürlich in der Schweiz nicht dran gewöhnt gewesen, ja. Du hast in Montreal sehr erfolgreiche Zeit gehabt, fast 3 Jahre. Gut, Lockout mal ausgenommen, wo du noch in Zug bist zwischendurch. Was bleibt dir am meisten von dieser Zeit? Ja, ich denke sicher die Stimmung im Bell Center mit über 20'000 Leuten, das ist schon einmalig. Wenn man sieht, in der Schweiz sind die Zuschauerzahlen etwa 5'000-6'000, was auch super ist. Aber ich denke, in Nordamerika oder die NHL ist noch einmal alles ein bisschen grösser. Andere Dimensionen. Dimensionen. Und so Sachen sind sicher wunderschön. Wenn man das erste Mal erlebt, ist sicher sehr speziell gewesen. Nachher hast du die harte Seite von der NHL kennengelernt. Sag ich mal, gerade 2 Trades innerhalb von kurzer Zeit. Zuerst auf Vancouver, dann zu den Rangers. Wie hast du die Phase erlebt? Oder wie kommt man von so etwas Bescheid über? Heißt einfach, Raffi hat mich gefreut, morgen bist du in Vancouver. Oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, etwa so, genau. Also, es war eigentlich so, wir hatten einen freien Tag und es war, glaube ich, am Sonntag. Und meine Frau und ich sind ganz normal daheim geblieben und haben den Tag wollen geniessen. Und nachher ins Telefon kam und geheißen, wir haben dich getradet auf Vancouver. Und, also noch per Telefon sogar? Genau, ja. Und der Flug ist um 4 Uhr das Zeug packen und danke für den Einsatz. Und so war es eigentlich gewesen. Und nachher dann ist ja dort nachher gerade die Olympiade noch gewesen. Mhm. Auf Sochi geflogen und wieder zurückgekommen. Und nachher hat es mich dann noch einmal getroffen mit einem anderen Trade zu New York. Kann man so etwas aufnehmen? Kann man sich auf so etwas vorbereiten? Oder ich nehme an, das ist ein Schock, zumindest im ersten Moment. Oder ist man da schon Profi genug in so einem Moment? Ja, sicher schwierig. Ja. Wir sind sicher überrascht, vor allem am Anfang. Aber man probiert es natürlich möglichst schnell verarbeiten und, und sich wieder neu fokussieren, neu konzentrieren, neue Systeme. Also immer der neue Coach will. Und natürlich mit den neuen Mitspielern auch wieder Kontakt suchen und wieder Freunde finden. Ja, das ist sicher etwas, wo speziell war. Aber ich denke, im Hockey-Business geht das eigentlich relativ schnell. Oder? Da haben wir schnell Freundschaften gefunden und ist eigentlich recht gut gegangen. Ja. Nachher ist eine weitere schwierige Phase gekommen. Du hast dort einen Sommer erlebt, wo du nicht gewusst hast, wie es weitergeht. Du hast dich für einen NHL-Vertrag natürlich aufdrängen wollen, bis im Oktober, glaube ich, warten. Wie schwierig ist das jetzt im Rückblick? Der schwierigste Sommer nehme ich an, mit dieser Ungewissheit, die du bisher erlebt hast. Ja, vor allem am Anfang. Ich glaube, man trainiert, man macht und man hat eigentlich schon Ziel vor Augen, aber man weiß nicht, wohin das geht. Und das war schon nicht ganz einfach gewesen. Aber ich habe mich nachher dort eigentlich gut an die Situation daran gewöhnen und nachher dann habe ich das in Calgary jetzt mal die Challenge angenommen von einem Tryout und habe nachher glücklicherweise Vertrag bekommen, habe mich natürlich riesig gefreut und
habe nachher noch ein Jahr dort können spielen, wo glaube ich mal in meinen Augen noch ein super, super cooles Jahr war. Ich persönlich habe nicht unbedingt viel gespielt, aber die ganze Situation vor der Saison, Calgary Flames, schlecht, letzter Platz. Und haben wir uns wirklich dort als Team können zusammenfinden und haben etwas erreicht, wo uns wirklich niemand zutraut hat. Und ich glaube, so Sachen oder so Saisons, die tut mir immer speziell in Erinnerung an. Also du hast die Phase in Calgary, wo eben, wie du es angesprochen hast, für dich persönlich so viel Spiel gehabt, aber unregelmäßig oder wenige Einzeit. Ja. Trotzdem insgesamt eine positive Erinnerung, eben weil er die Playoffs geschafft haben, die niemand erwartet ja, hat. Ja, absolut, absolut. Das war wirklich genial gewesen. Und wer vielleicht Bilder gesehen hat von Calgary Flames in den Playoffs, sind alle rot angekleidet und 20'000 Leute im Flames-Shirt, das war schon recht speziell gewesen. Das war wirklich eine coole Zeit gewesen. Sommer drauf ist es nicht mehr so lang gegangen. Du hast gerade am ersten Tag von der Free Agency können bei den Rangers unterschreiben. Hast du gewusst, glaubt dort schon, dass es schwierig wird werden oder dass man mit dir als siebter Verteidiger allenfalls plant, dass man kämpfen für den Platz im Team? Rückblickend, warum hat es jetzt gleich nicht gelangt, um dort nochmal das Team zu schaffen? Ja, es war so. Ich war auch recht überrascht dort, gerade am ersten Tag vom Free Agency Market, dass die Rangers gerade wieder angelüht haben und eigentlich haben gesagt, ja, wir würden dir gerne Vertrag geben. Natürlich riesen Freude gehabt. Nachher bin ich ins Camp. Im Camp habe ich eigentlich immer ein recht gutes, positives Feedback gekriegt von den Coaches und habe mich auch riesig gefreut. Und haben sie mir im letzten Cut mitteilt, dass sie mich auf die Waivers tun. Und nachher bin ich dann zu der DHL abgeschickt worden. Ja. Dort redet man ja immer von Knochenmühle, lange Busreisen, hartes Spiel. Ist es wirklich so schlimm, wie man immer davon lesen kann? Nein, jetzt dort in Hartford war es eigentlich wirklich gar nicht schlimm. Ich glaube, die längste Busfahrt war 4-5 Stunden. Gewesen. Und mir ist auch wirklich sehr gut behandelt worden. Oder? Ich habe immer so ein Storys gehört von der AHL. Die Angst gab vielleicht auch, bevor es losgegangen ist. Angst nicht, aber ich habe nicht genau gewusst, was auf mich zukommt. Oder? Aber es ist wirklich, wir sind dort eine super coole junge Truppe gewesen. Oder? Wir haben gemerkt, es hat viele junge Spieler. Hast du wieder ganz andere Rolle gehabt, natürlich. Ja, ganz andere Rolle gehabt. Und ich habe es wirklich eigentlich eine Saison Sachen können lernen, wo ich in der NHL nicht unbedingt eben die gleiche Rolle hatte. Mhm. Aber es ist trotzdem eine schöne, coole Saison gewesen. Ja. Apropos Rolle, wenn man über dich liest man immer, der Diaz ist ein Allrounder. Der kann eigentlich alles. Jetzt ist es so, dass man in der NHL aber noch gerne die Rollenspieler hat. Also besondere Sachen, besonders gut. Ist das in deinem Fall vielleicht auch fast ein Nachteil gewesen, dass du ein Allrounder gewesen bist und nicht eben irgendwie ein Powerplay-Spezialist oder sonst irgendwie? Ja, ich habe mich eigentlich, ich als Person bin eigentlich mehr, ich wollte eigentlich alles können. Oder? Und, nicht schlecht, grundsätzlich. Das ist eine positive Eigenschaft. Ja, aber in denen ist es wirklich so, dass jeder Spieler eigentlich seine Rolle, das, was eigentlich ins Team bringen oder musst du perfekt machen, oder? Dass du dem Team eigentlich hilfst, zum Gewinnen. Oder? Und ich weiss noch, dort in Montreal einmal die Rolle gekriegt im PK, Penalty Kill, habe ich dort ein bisschen mehr Eiszeit gehabt, einmal ein bisschen mehr im Powerplay Eiszeit gehabt. Und schlussendlich denke ich, der Marc Streit hat es super gezeigt, oder? Als er spät über ihn ist er Powerplay eingesetzt worden und hat seinen Job hervorragend gemacht und hat Punkt um Punkt gemacht und ist nachher ein Star geworden, oder? Und es ist sicher schwierig zu sagen, oder? Aber schlussendlich war es sicher schade gewesen, dass es irgendwie nicht noch länger geklappt hat. Ich glaube, als Sportler willst du immer in der besten Liga können sein. Und aber es ist jetzt so, dass ich eben wieder zurückgekommen bin und ich fühle mich wirklich glücklich da und es macht sehr Spass. Ich möchte dich in diesem Zusammenhang gleich noch schnell mit einem Zitat konfrontieren, das ich gefunden habe von der Aargauer Zeitung von letztem Herbst. Dort drin steht, Diaz hat sich in den letzten Jahren vor lauter Mädchen für alles spielend quasi selbst aufgegeben und seine Identität verloren. Relativ heftige Kritik, was sagst du dazu? Identität? Wie? Also wie genau meinst du das?
Also der Journalist hat glaube ich einfach also so quasi Mädchen für alles eben die Rolle spielen, dass du einfach dich überall anpasst, genau anpasst okay. und keine klare Identität mehr. Ja, hast. Ich glaube schlussendlich, wenn man in einem Team innen ist, ja, dann muss man sich anpassen, oder? Schlussendlich geht es nicht um den Spieler der und der, wie viele Punkte, wie viele Goal das der macht, sondern schlussendlich geht es ums Gewinnen, oder? Und ich glaube, ja, die Rolle, die ich bekommen habe, habe ich immer probiert zu 100% erfüllen. Und ja, zum Teil, eben wie ich gesagt habe, ist man in diese Rolle gekommen und manchmal in diese Rolle gekommen. Schlussendlich muss man das akzeptieren, oder? Ich denke, vor allem in der NHL hat so viele Spieler, ja, die eigentlich nur warten, auf die Position zu kommen. Und dann, wenn ich mal, sag jetzt mal, dich unzufrieden fühlst oder mal meinst, musst du irgendwie reklamieren oder machen, dann heisst es, okay, see you later, oder? dann kommt der Nächste, oder? Und ja, ich glaube, ich habe immer meine Rolle akzeptiert und immer probiert, das Beste zu geben und das Beste zu machen in dieser Rolle. Das war vielleicht auch einfach ein bisschen zu lieb für die NHL? Ja, zu lieb. Es ist schwierig zu sagen, zu lieb. Ich meine, ich wollte immer alles geben, wollte um die Verrecken gewinnen. Und akzeptieren auch ja, viel, oder? Mhm. Wie wir das früher gelernt haben, schon als Junior, oder? Dass ja, der Coach das und das sagt, das und das will, dann wird es einfach so gemacht, oder? Und ja, ich denke, ich habe jetzt die letzten paar Jahre probiert, müssen kämpfen, ohne durchgegangen. Ein paar Sachen gut, ein paar Sachen weniger gut. Ich glaube, ich konnte sehr viel lernen auf und neben uns, was mich weiterbringt. Es wird Rafael Diaz von heute am Rafael Diaz vor 5 Jahren, der jetzt auf dem Weg ist, auf Montreal mit auf den Weg gehen als Tipp? Als Tipp? Ja, sicher die Eigenschaften, die positiven Eigenschaften, wieso dass du eigentlich über hast können gehen, dass du eigentlich an denen weiterhin schaffst und fühlst und dass ja, dein Team eigentlich wegen dem geholt hat, oder? Und wie ich gesagt habe, es braucht wirklich einmal nicht viel, weil es hat so viele Spieler, oder, dass das eine, sage jetzt mal, sicher auch ein bisschen Glück und immer wieder in die Position reinzukommen, ja, ist sicher manchmal aufgegangen und manchmal weniger aufgegangen. Und dann hast du in die Gegenwart, du bist zurück in Zug als Identifikationsfigur, hast einen langjährigen Vertrag unterschrieben, bist Botschafter von der Academy dort. 2 Meistertitel hast du ja können feiern mit den Elite A-Junioren. Wann gibt es den mit dem EVZ in der NLA? Nein, man weiss, die ganze Liga ist sehr ausgeglichen, oder? Und ich glaube, ja, unser Team zeigt mir wirklich, wir arbeiten jedes Training hart. Jedes Spiel geben wir alles, vollen Einsatz. Und ja, schlussendlich braucht es auch viel Glück, bis ein ganzes Ziel kommt. Wir wissen ganz genau, es geht Schritt für Schritt und wir dürfen nicht zu weit vorne schauen, oder? Ja, Playoff-Mangel gibt es natürlich auch sicher Verletzungen. Es ist manchmal so knapp, dass immer plus die minus klein die beiden Richtungen kann gehen. Genau. Darum glaube ich, müssen wir uns wirklich auf den Moment konzentrieren, dürfen nicht zu weit vorne denken. Und dann ja, schlussendlich schauen wir, wie weit wir kommen. So machen wir es doch. Raffi, danke vielmals, dass du bei uns warst im Studio. Danke für den Besuch und natürlich alles Gute für die Zukunft. Ja, merci. Das war es schon wieder von der neuen Ausgabe von One on One. Ich bedanke mich herzlich fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. One on One.